Hi ho und willkommen zurück, meine lieben Rollenspieler und Zwergenfreunde auf der Insel von Nyx in Legend of Grimrock 2. Ja, ich habe mal offscreen mich informiert wegen dem Zaubern und es ist wirklich so, wie ich gedacht habe. Jeder Char kann Zauber, man braucht halt als Nicht-Magier-Char, also als Wizard oder Battlemage, das sind die einzigen beiden, die mit bloß Nennen zaubern können, einen Gegenstand. Und so einen haben wir doch eigentlich auch. Wo ist er denn? Da genau, der Stab. Aber wenn ich den meinem Alchemisten gebe, steht da Can't Use. Das ist etwas, was ich bis jetzt nicht richtig verstanden habe. Deswegen habe ich mir mal gedacht, wir gucken uns mal den Stab genauer an. Oh, der ist rot. Ah. Requires Concentration 1. Okay. Du hast noch einen Skillpunkt übrig. Also einmal bitte Concentration. Es gibt ihm schon mal 10, 20 mehr Energie. So. Und jetzt? Ist der Stab nicht mehr rot? Hey, Zaubermenü. Das bedeutet, wir könnten jetzt theoretisch zaubern. Wenn wir denn schon einen Zauber können. Ja, könnten wir. Probieren wir einfach mal aus. Flutsch. Neuer Spruch. Schildzauber. Create a magic shield around you. Also macht das Schild nur um einen selber rum und hält 10 Sekunden lang an. Und jetzt müssten wir normalerweise auch sehen, dass das ein Schildzauber ist. Jupp. Wenigstens etwas. Okay, das heißt, das Ding bleibt schon mal bei Tarion. Die Schurigen können mal weg. Hier muss ich mal kurz gucken. Habe ich noch irgendwo einen Sack? Ja, hier hätte ich einen Sack, in dem nicht viel drin ist. Also kriegt den mal kurz Tarion, um seine Spellschriftrollen zu verwahren und auch seine Rezeptrollen. So, etwas mehr Platz. Und wir hätten dann ja noch etwas. Das müsste hier sein. Genau. Genau, jetzt können wir damit Schock zaubern, wenn wir die Attacke-Taste gedrückt halten. Aber ich sehe gerade, das Ding hat Ladungen. Deswegen sollten wir damit sparsam umgehen. Gut. Übrigens ist mir während der Aufnahmen, während dem Rendern und so aufgefallen, dass hier überall Steingesichter rumliegen. Ah, aber okay. So. Das heißt, wir können jetzt zaubern. Und dann kann ich euch noch mal kurz das Zaubermenü erklären. Dazu hatte ich nämlich noch gar keine Gelegenheit für diejenigen, die Legend of Grimrock 1 nicht kennen, beziehungsweise meine LP nicht gesehen haben. Und zwar sind es 9 Runen, die immer im Gegensatz angeordnet sind. Also in den 4 Ecken haben wir die 4 Elemente. Das hier ist Feuer für Feuerzauber, Luft für Blitzzauber ist hier. Dann gegenüber vom Feuer ist hier Erde. Und gegenüber vom Feuer ist das Gegenteil vom Feuer Wasser. Ja. Dann haben wir noch die Sachen Körper und Geist. Ich glaube, so rum war das. Das hier müsste Körper sein, das hier Geist. Und das hier Leben und Tod. Und in der Mitte ist die Ordnung, also die Ausgeglichenheit. Sozusagen. Und je nachdem, was für Zauber man haben möchte, benutzt man spezielle Runen. Also Beispiel Force Field. Das ist einfach einmal rundherum alle Runen. Früher war es ja nämlich so, dass man nicht hier irgendwie Runen gezogen hat, sondern dass man die Runen ausgewählt hat. Also zum Beispiel Ice Shards, das müsste... Wo ist es denn? Genau, hier Ice Shards war früher Erde und Wasser einfach und dann drücken. Jetzt muss man hier so ziehen und drücken. Ist vielleicht sogar schneller. Müssen wir mal testen, wenn es soweit ist. Auf jeden Fall kriegt er dann erstmal Erdmagie als nächste Stufe. Da könnte er schon mal eine Poison Cloud machen, die nicht gerade viel bringt. Aber dann können wir als nächstes dann Ice Charts sprechen. Skillmäßig müsste das ja sicher aufgehen. Ja, Water Magic. Und Air Magic, Earth Magic. Als was zählt denn der Spruch überhaupt?
Requires air magic, requires. Ja, Water Spell. Utility Spell, okay. Der könnte sogar noch ganz praktisch werden, wenn der alles blockiert, also wenn die Gegner sich nicht mehr bewegen können. So, gut, soweit. Sie ist total überladen. Deswegen würde ich mal sagen, wir gehen jetzt ausmisten. Und zwar habe ich mir da schon mal einen Ort für überlegt. Und zwar die letzte Truhe, die wir gefunden haben. Die hier oben. Die eignet sich garantiert gut zum Ausmisten. Trickwood Forest. Und ja, da will ich mich noch mal hier etwas mehr näher umschauen. Wir haben nämlich zum einen noch dieses Rätsel. Und das ist nur der Wind. Ich dachte, hier bewegt sich irgendwo mal wieder ein End rum. Aber tut er nicht. Wie auch immer, wir hätten hier dieses Rätsel und ich glaube, da oben war auch noch so eine Fratze, die was gesagt hat. Aber erstmal hier lang. Hier haben wir den tollen Tempel. Hier hätten wir noch so eine Fratze, aber die sagt uns nichts. So, ich möchte erstmal hier rüber. Genau zu der Kiste hier. So, die öffnen und Zeug hier deponieren. Einfach Zeug, was wir irgendwie nicht mehr brauchen. Deswegen gucke ich mal kurz. Hat jemand noch keine Protection plus mindestens 2? Okay, dann kann das Tethered Skirt schon mal weg. Fackeln, was Fackeln und so weiter angeht. Also den Bone Club können wir auch schon mal wegpacken und die Quatschel auch. Den da möchte ich behalten. Die Sandmole Weste kann meines Erachtens auch weg, genau wie so wie diese Schilder. Ja, und die Musik ist teilweise unheimlich. So. Der Quarterstaff kann weg. Fackeln. Fackeln mal alle zu ihm erstmal. Dann gucken wir mal, dass wir ein bisschen das Essen Platz machen. So. Das Ding kann zu ihr. Oh, sie hat auch noch einen Haufen Zeug. Zwillen können weg. Helme können erstmal weg. Schuriken brauchen wir auch nicht. Weil er wirft einfach Messer so im Augenblick, bis er ordentlich zaubern kann. Und zur Not hat er ja immer noch seine Wumme. Ja, das sieht bei ihr schon mal ganz gut aus. Bei ihr ist es mit dem Essen auch ganz gut. Können wir ihr noch was geben oder ist sie dann ganz überladen? Nee. Sie hat noch ein bisschen Load. Dann gucken wir hier. Der Helm kann auch erstmal weg. Vielleicht finden wir bessere. Ja, Gegenstandsrollen, Fackeln könnten auch mal ein paar weg. Vor allem die abgefackelte. So. Die können wir aufheben. So. Den Schrein sehen. Der Trickser geht. Obwohl die Schriftrollen, die hebe ich mal alle auf. So. Gut. Sie hat nur noch Essen gebunkert, das ich ungern weglegen würde. Sie hat wichtiges Zeug wie Munition und so weiter. Wir haben neues Mudwood bekommen. Ja. Dann würde ich mal sagen, wir sind ausgemistet. Gucken wir jetzt erst einmal zurück zu. Da wäre der Schrein. Jetzt will ich erstmal zu dem Gesicht gucken. Das war doch hier irgendwo. Also hier ist diese Tafel. A-R-E-U-H-K-U.
Heißt das, dass ich hier irgendwo graben soll? Hier ist schon mal nichts. Und da wäre das Gesicht. This is another way out. Kann ich hier was freilegen? Nö. Hier? Can't dig hier. Und ich kann ich auch nicht hauen. Kann ich dir irgendwie die Essenz geben? Nein. Kann ich sie hier irgendwo reinstecken? Nein, ich kann sie höchstens werfen. Aber das will ich nicht unbedingt. Hier ist nichts. Ja. Gibt es irgendeinen Ort, der verdächtig aussieht? Ja, eigentlich den Ort da drüben. Aber zu dem kommt man ja irgendwie nicht richtig durch. Höchstens innerhalb des Tempels gibt es einen Knopf, den ich übersehen habe. Ne, das sah verdächtig aus, ist aber nur eine einfache Steinplatte. Hier in dem Tempel. Hätte ich mich ja noch besser umsehen können. Ob es hier irgendwelche verdächtigen Knöpfe gibt. Aber sieht nicht danach aus. Ich habe halt nur die Steinfratzen hier. Die erzählt mir nur was. Und das haben wir ja bereits. Das mit den Schreinen und den Essenzen. So, dann möchte ich jetzt erst einmal wieder nach da unten. Genau, in diesen Dungeon. Eine Fackel. So. Mich mal kurz orientieren. Ich habe nämlich noch einiges zu tun hier. Also hier ist erstmal das Vier-Plagen-Rätsel. Da könnte man... Sind wir damals runtergefallen? Wir sind zum Beispiel noch nicht... Doch hier sind wir runtergefallen. Ja, hier war das mit den Skeletten und dem Teleporter. Wo ist nochmal der Eingang? Der Eingang ist da oben. Da sind wir zum Beispiel noch gar nicht runtergefallen. Da möchte ich runtergucken und dann möchte ich auch... Da möchte ich auch zum Beispiel nochmal hier runtergucken, wo die Untoten waren, die Zombies. Und natürlich da drüben und... bei den Ratten, wo war das denn? Ach, hier. Weil hier waren wir schon unten. Und in dem Gebiet waren wir auch schon unten. Da war das mit den Ratten, genau, mit den Skeletten und den Ratten. Und der andere Dungeon. Achso, das war der hier. Ja, okay. Okay. Gut, erstmal zum Kristall gehen. Der netterweise hier leuchtet. LP 015. So, da machen wir es in der Reihenfolge. Ich gehe jetzt erst einmal hier zum Eingang, spring da runter, dann gucken wir uns noch mal das vier Plagen Ding an, weil ich habe auch offscreen mal das eine Wort übersetzt. Das ist einfach nur hungern oder verhungern, also das sind wirklich... Achso, das warst du. Okay. Keiner von denen hat Heiltrank. Das ist dann wiederum nicht so gut. So, mach den beiden mal Heiltränke. Für alle Fälle. Und dann würde ich sagen, geht's mal runter. Hier ist auf jeden Fall ein Heiltrank und wir haben wenigstens keinen Schaden genommen. Erinnere dich daran, dass einige Sachen in Sichtweite verborgen sind. Okay, das ist wahrscheinlich auf den Knopf oben bezogen. Oh.
Hallo, Untoter. Tschüss, Untoter. Wow. Okay. Feuerpumpe.